Das Thema hatten wir ja schon mal. Okay, da kümmert ihr euch drum. Danke, Boys. Du hast den I fucking hate it. I fucking hate it. Geil, keine Munition mehr. Perfekt. Hä? Langsam reicht es auch echt ein bisschen. Bin zu alt für den Scheiß. Gegen wen kämpft ihr denn da drüben? Wegen den Langbeinen. Und der hat euch ausgelöscht. Na geil. Geh jetzt. Ich habe mein Werke vollzogen. Mehr will ich gar nicht. Mehr interessiert mich nicht. Und wir leben noch. Das ist auch wichtig. So, jetzt haben wir hier irgendwo eine Banuk-Figur, und zwar da. Grau habe ich, ne? No. Ich hatte bereits genug von euch. Boom, Absturz. Nice. So, wie kommen wir da oben ran? Das ist ein Abseilpunkt, so wie es aussieht. Oh oh. Entdeckt. Wo? Gut. Okay, ich glaube, ich habe den Punkt gefunden. That's what he said. Okay, krass, wo geht's denn jetzt? Hä? Und immer schön leise. Ernsthaft? Okay, wirklich. Da vorne sehen wir übrigens Sonnenfall. Das ist ja geil gemacht. Was ein Jump, und sie macht es tatsächlich. Unfassbar. Aber sie schafft es. Gut, dass das hier einer immer so schön eingefärbt hat, ne? Damit man die Sprünge überhaupt machen kann. Oh, schöne Musik hier. Ist das die Sonnenfallmusik? Klingt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen wie so ein besonderes Thema. Besonderes Theme. So, und da haben wir die Banuk-Figur. Und damit haben wir alle gefunden. Nice. Tektuk. Zu Unrecht beschuldigt, verbannt, verhungernd und frierend. Ich wank
Effekte, das gebe ich zu. Als mich die Kälte des Todes überkam, verlor ich meinen Willen und mein Ziel und spürte die bodenlose Gefühllosigkeit des Schicksals. Doch dann hatte ich eine Vision. Vor meinem geistigen Auge sah ich eine endlose weiße Ebene, auf der eine einzige Person stand und wartete. Das warst du. Und ich wusste, ich würde dich wiedersehen. Wenn nicht im Leben, dann im Tod. Als die Kälte von mir wich, erwuchs neue Hoffnung in mir. Ich male mein Zeichen hier für dich in Erwartung unseres Wiedersehens und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Das letzte Set. Und wir haben es. Alle Banuk-Figuren gesammelt. Und das bedeutet, dass wir die auch alle verkaufen können. Ich glaube, wir haben zwei von den Sets nämlich noch nicht abgegeben. Was für uns dann halt wieder 1000 Scherben bedeuten würde. Ich glaube, bei den Metallblumen haben wir auch was noch nicht abgegeben. Von daher sind wir rich bitch. Aber jetzt viel wichtiger, wartet Sonnenfall auf uns. Eine vermutlich relativ große Siedlung. Zwei Schüsse, wenn sie sitzen, reichen aus, um die zu erledigen. Puh. So, Lagerfeuer. Da sehen wir schon Schattenkaja. Und hier haben wir den Weg nach Sonnenfall. Sonnenfall, ein sehr historischer Ort. Sehr, sehr wichtig für das Kaja-Reich. Wir werden so einiges hier herausfinden, da bin ich mir sicher. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Der verbotene Westen. Hätte nicht gedacht, was zur Hölle ist das denn hier? Ist das so eine Slumstadt einfach vor Sonnenfall? Sieht beinahe so aus. Gestern habe ich dieses Kind im Lager gesehen. Abbas. Sie ist so blass. Ist sie krank? Ja. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist schwierig. Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif, so heißt er. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer, er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Noch ein Grenzkampf. Heilers Eid. 22, bitte ihn Shiana zu helfen. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Die Frage ist, wo ist das denn? Heilers Eid, da unten. Da waren wir sogar schon mal. Ja, aber das können wir ja später machen. Das müssen wir nicht unbedingt jetzt machen, aber wir haben die Quest schon mal angenommen. Wir müssen Bahavas vertrauen. Diese. Krass, okay. Also hier unten ist so eine Slumstadt mehr oder weniger. Projekt Zero Dawn Anlage. Gehen wir mal nach Sonnenfall rein. Sieht auf jeden Fall nach einer krassen Festung aus, die vielen Angriffen standhalten kann. Begib dich zum Zitadellenhof. Die salutieren sogar von mir, obwohl es Schattenkaja sind. Jetzt soll er einfach tot sein? Kauf einfach das, was du brauchst.
Ah, da vorne ist ein Händler. Schauen wir uns den mal an. Ja, hat auch nichts, was ich nicht sowieso schon habe. Das einzige Outfit, was halt hier neu ist, wäre die stille Nora-Jägerin. Die wir in dieser einen Prüfung gebraucht hätten, aber gut. Ah ja, den können wir verkaufen. Die Wächterherzen würde ich beide verkaufen. Die Grauhabichtlinsen können auch mal wieder weg. Den Rest kann man an sich stehen lassen. Den Kühlsaft kann man auch mal wieder wegbringen hier. Das ist so viel. Crazy. Und schon haben wir 4000 Scherben. Nice. Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Karja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht mehr. Die Wingzeit. Ich bin sicher, sie vermissen es. Wir kämpfen also Jäger gegen Maschinen. Oder Menschen gegen Maschinen. Ich frage mich, ob wir hier auch kämpfen könnten. Hat auf jeden Fall was. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich habe das Netzwerk doch gecrashed, oder etwa nicht? Theoretisch sollte alles gut sein. Theoretisch. Wow, krass. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Ist euch aufgefallen, dass die hier quasi eine Armee ausbilden? Was zur Hölle haben die denn vor? Wollen sie einen Krieg führen? Schattenkaja-Falke. Ja, von hier aus hat man auch einen sehr guten Blick auf die Arena. Zu den Zeiten der Alten so heftig. Allerdings sehe ich da unten gar keine Zuschauer. Das heißt, die kämpfen einfach... Die kämpfen einfach fast vor verlassenen Rängen, ey. Wie traurig ist das denn? Stellt euch das vor. Okay, ich glaube, der Behemoth hat einfach alle zerlegt. Hey, hey! Wir haben nichts für dich. Zieh ab, los! Haben die gerade mit mir geredet? Ich hab doch gar nichts gemacht. Fremde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldner, Abschaum. Okay, also wenn sie Söldner einfach bis in die Zitadelle lassen. Worauf wartest du, Fremde? Die Kopfgelder werden drinnen bekannt gegeben. Okay. Genau dafür bin ich hergekommen. Das war der Grund meines Herkommens. Ja, ja, genau. Oh, wie viele Kopfgeldjäger sind denn dann hier? Da ist gerade eine ganz schöne Meute hier reingelaufen. Wir uns nur dazu entschließen, uns nicht gegen die Thronräuber zu wehren. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen.
Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, er Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den neue Nebenquests, Verräterkopfgeld. Aber die Falken. Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Kikuk. Du bist Kikuks Killern nicht bekannt. Gibt es irgendwelche Lieder über dich? Sehr viele. Vielleicht. Was ist mit dir? Nur Totenklagen. Wir beenden die Lieder. Ob Mensch oder Maschine. Durch uns schweigen sie. Oh, charmant. Wärme steht für Schwäche. Okay, man kann auch mit dem nicht reden. Das ist interessant. Nula? Ich jage mit Kikuk. Sprich mit ihm, wenn es sein muss. Kam. Noch eine Nora außerhalb des Heiligen Landes. Verbannung ist eine bittere Pille. Jun. Nora. Du trägst ein Sucherzeichen. Es ist komplizierter als das. Ich bin Ausgestoßene, wie du. Ja, ich bin Jan. Das sind die Gemeinen. Oder Jan. Wir jagen auch den verhassten Stamm. Sogar gratis. Vergiss das nicht. Warum wurdest du ausgestoßen? Mord. Du? Geburt. Ja, das ist schon ungewöhnlich. Das hat er direkt gemerkt. Ich finde das sehr interessant, was wir hier jetzt erfahren haben. Wilder Taraf, okay. Wir haben halt jetzt nochmal deutlich zu spüren bekommen, dass die Kaja komplett zerrissen sind. Denn wir haben hier Itamen, den Sohn von Jiran. Genau wie Avatia, glaube ich, der Sohn von Jiran ist. Obwohl die sehr unterschiedlich aussehen. Aber sie sind wahrscheinlich von verschiedenen Müttern. Und während die einen den einzig wahren Sonnenkönig ausrufen, haben die anderen einen für sich ausgerufen. Und dadurch ist halt auch dieser Krieg dann entstanden. Und dieser Bahavas wird wohl mehr oder weniger hier die Zügel in der Hand halten. Und diese Vanasha kann ich auch noch nicht einschätzen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall, also sehr interessant, wie viele neue Charaktere hier jetzt noch eingeführt werden. Wir kümmern uns aber erstmal um die Hauptquest. Das ist jetzt am wichtigsten. Können wir mit denen noch reden? Man nennt mich Wilder Taraf, Beschützer von Lucent Bahavas. Beschützer oder Vollstrecker? Kommt drauf an, wie der Schatten fällt. Jetzt verschwinde. Ja, Gesprächsführung 6. Ich bin der gnadenlose Shivin. Ich schütze den Hohepriester. Und wovor? Was immer ihn ärgert. Also tu's nicht. Okay, mit dieser Elitegarde werden wir es auf jeden Fall noch zu tun bekommen. Ich bin der gnädige Yusis, der Schild Bahavas. Gnädig? Meine Feinde sterben schnell. Na, das ist wirklich gnädig. Also stellt euch darauf ein, gegen die drei werden wir noch kämpfen. Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Tatsache. Den haben wir hier. Wenn du Massaker sehen willst, bist du hier richtig. Ich hab Höhenangst. Du machst mir Sorgen, Mann. Echt Sorgen. Odund und Elkend. Wenn du ein Problem mit mir hast, rede mit Odund, wenn du seinen Atem erträgst. Ich probiere es mal. Noch eine Menschenjagd. Wie viele Leute kann ein Stamm verlieren? Alle. Odund, Anführer von Odunds Meistern. Du bist wohl neu hier. Jemand, dem kein Auge oder Ohr fehlt, fällt hier direkt auf. Aber meine hübschen Haare. Der gute Eindruck entscheidet. Außer in diesem Loch. Sie nehmen einfach jeden. Das ist nicht dein erster Job für die Schatten, Kaja. Ich hab Angst im Dunkeln, Kaja, eher. Sie verachten mich, aber sie zahlen gut.
Sieh dir die Adligen an. Eine Ratte im Seidengewand macht auch noch keinen Rattenkönig, oder? Sonnenfall ist ein Haus aus Lehm. Stampf mit dem Fuß auf und es zerfällt. Das sah jetzt von außen nicht so wirklich aus. Solltet ihr nicht alle auf der Jagd nach Uthert sein? Hast du gar keine Erfahrung? Wer zuerst geht, führt nur die anderen. Lehn dich einfach zurück und trink etwas Kaja-Schnaps, bis jemand eine Spur gefunden hat. Und dann sieh zu, wie wir uns pfeilschnell die Beute schnappen. Zip. Bist du sicher, dass du überhaupt noch gerade ausgehen kannst? Was willst du damit sagen? Dass du eine riesige Fahne hast, Junge. Und es ist keine Death Flag. Glaubst du, Uthert hat getan, was ihm vorgeworfen wird? Ich hoffe es. Das macht ihn gefährlicher. Ich rate dir, denk gar nicht erst über sowas nach. Darüber, ob er schuldig oder unschuldig ist? Wenn du solche Gedanken zulässt, wirst du es als Söldner nie zu etwas bringen. Es geht ausschließlich um tot oder lebendig. Bei lebendig solltest du einen Knebel mitnehmen. Aber lebendig ist eh nicht mehr gefragt. Okay. Leb wohl, Odund. Gute Jagd. Wenn ich dich mal töten muss, wirst du nicht leiden. Nur das... Oh, danke. Spricht von wirklicher Herzensgüte, unfassbar. Ja, die beiden werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie treffen. Wahrscheinlich in der Uthid-Quest, nehme ich mal an. Also ich könnte mir vorstellen, dass man halt gegen die antreten muss. So. Okay, das ist echt... echt gefährlich. Interessanterweise kann man echt in den Ring absteigen. Die Frage ist, will man das? Muss ich gegen den Behemoth kämpfen, wenn ich an die Ruine kommen will? Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Lüftung, okay. Begutachten. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Ich frage mich gerade, ob das bedeutet, dass es die letzte Hauptquest ist. War das gerade ein erledige alles in der Spielwelt, bevor es zu spät ist, Moment? Oder was war das jetzt genau? Ich hoffe doch nicht. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Wir können sie öffnen. Identity-Scan wird durchgeführt. Wir sind das, auf das Silence gewartet hat. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Er bittet Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Okay, krass. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Oh nein, sie kriegen das mit.
nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Okay, also weiter. Erkunde die Projekt Zero Dawn Anlage. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Noch ein Vorfall, Textnachricht. Von Lange-Personal an Verwaltung, noch ein Vorfall. Der unglückliche Zwischenfall mit Dr. Popovic heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen, möchten auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch. Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen in Schach halten kann, und dermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut, aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahmen dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Embryologen? Warum Embryologen? Wir brauchen Unterstützung. Von Empfangspersonal an Verwaltung. Wir brauchen auch Unterstützung. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit den ZD-Kandidaten, Zero Dawn-Kandidaten bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt und verwirrt. Manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher. Die Sprachbots reichen nicht aus. Und leichte Beruhigungsmittel für die Extremfälle. Jede Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte. Okay, Zero Dawn-Kandidaten, Embryologen. Sie haben also genetisch wichtige oder vielversprechende Menschen in irgendeiner Art und Weise geklont, sie irgendwo aufbewahrt, damit sie in der Zukunft eine neue menschliche Zivilisation aufbauen können. Und Aloy ist der genetische Klon von Elizabeth Sobeck. Kann es das sein? Allerdings passt es dann nicht zu der Bezeichnung Superwaffe. Es wurde gesagt, Zero Dawn ist eine Superwaffe. Es klingt mir nicht nach einer Waffe. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Und wo sind die Snacks? Textnachricht: Schalldämmung. Von Launch-Personal an Verwaltung. Schalldämmung. Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Launch-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreien oder schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Was zur Hölle ging hier denn ab, Mann? What the fuck? Und die Anlage ist einfach mal riesig. Okay. Hier ist noch ein kleinerer Raum und da ist noch ein Lock. Nachschub sonst. Eigentlich drohen sich hier alle nur gegenseitig. Nachschub sonst. Zum fünften Mal, bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich nochmal erleben muss, wie so ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke-Minze oder Brombeersalbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie. Und diesmal ohne Sturm im Teeglas und abwarten und Tee trinken, Witze, okay? Sturm im Teeglas. Oh Mann. Die hatten hier ja noch Probleme. Kurz bevor die Welt unterging. Okay, damit haben wir hier alles. Begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Ja, da wollen wir hin. Was? Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDU-1-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet.
Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und das sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Wow, okay, krass. Also wirklich keine Superwaffe. Stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Das ist jetzt allerdings wirklich die Frage, die ich mir stelle. Also laut diesem General, ein sehr interessanter Charakter, wie ich finde. Also dieses Manöver. Millionen zu opfern, damit nur damit hier gearbeitet werden kann, unterstreicht nochmal die Wichtigkeit dieses Projekts. Aber was genau war das für ein Projekt? Worauf haben sie denn hingearbeitet, wenn es so aussichtslos war? Und wie hat Elizabeth es am Ende dann tatsächlich geschafft? Das müssen wir hier herausfinden. Falcon, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Wir haben hier auf jeden Fall jede Menge von diesen... Da ist... Fokusteilen. Wobei Fokusteile meine ich eigentlich gar nicht. Ich meine... Lass mich das Herz des Feindes treffen. Ich bin getroffen. Gemeinsam. Ich schaffe es vielleicht nicht. Das werde ich morgen noch spüren. Aber er hat gesessen. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Das werden wir gleich herausfinden. Ja, das ist auch das, was ich meinte. Also wir müssen uns mal angucken, was diese Datenpunkte hier sind.
Aber ich frage mich gerade, wo führt denn das hin?